Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor und Annabelle spielen Project Zero 2 Wii Edition. Den großen Horrorklassiker, das haben wir ja vor kurzem angekündigt, genau, dass wir es machen werden. Und Annabelle, moralische Unterstützung, mhm, ist hier mit dabei, wenn ich mich denn vor Angst fast einlässe. Ja. Bei dem Spiel, du kannst mir ein bisschen Rückhalt dann dort und geben. Nur mal, wenn du kreischst wie ein Mädchen, kannst du sagen, das war ich. Zumindest ich, meine Erfahrung ist es, wenn man solche Horrorspiele zu zweit spielt, dann teilt man sich nicht die Angst, sondern man verdoppelt sie, na, weil alle hin und her kreischen. Aber ich bin sehr gespannt drauf. Den ersten Teil habe ich ein bisschen gespielt, den zweiten Teil leider noch nie. Und wir werden jetzt eben die Nintendo Wii-Fassung davon angehen. Wir starten einfach und genau, harren der Dinge, die kommen. Und mal gucken, wie wir mit den Controllern klarkommen. Muss auch mal gucken. Das ist wahrscheinlich, kann man die Geister dann boxen, so? Ja. Oder sowas dort passieren. Okay, Spiel laden können wir noch nicht. Wir spielen übrigens auf der Nintendo Wii U, aber natürlich, da es ein Wii-Spiel ist, können wir nicht das Gamepad oder so verwenden, sondern... Das wäre cool, da ist Kamera. Das habe ich mir eigentlich auch gedacht, ja, wo, wie man das Spiel spielt, dass man das Ding wirklich hochhält. Es kommt ja für die Wii U, ein Project Zero. Ah, geil. Das wurde angekündigt, glaube ich, auf der E3. Da wird so das Feature drin sein. Wir können uns da auch schon mal vorbereiten. Neues Spiel. Geisterhaus. Achso, Geschichte Geisterhaus, was ist denn dann? Erkunde eine Vielzahl an Geisterhäusern und stelle deinen sechsten Sinn auf die Probe. Okay? Sowas wie Horde oder so. Nee, wir spielen den scharlachroten Schmetterling, erstmal den Crimson Butterfly. Was ja eigentlich der Untertitel des Spieles ist, ne? Das steht jetzt hier auf der Packung nicht drauf. Gut, dann schauen wir mal. Und Vorsicht, die Geschichte ist sehr verworren und kompliziert, deshalb muss man immer ein bisschen aufpassen, damit man überhaupt was versteht. Okay, ja. Wenn es ja eh sind, wir werden versuchen natürlich uns zurückzuhalten innerhalb der Cutscenes und wenn, dann nur kurz reinquatschen, wer dort nicht geredet wird. Ansonsten aber spult einfach das Video zurück, wenn ihr was nicht kapiert habt. Handlung des Spiels ist frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig. Habe ich mir auch schon gedacht, dass es eine wahre Geschichte ist. Mayu? You remember our promise? You know, I'll never leave you. Mayu? Mayu? Arme Mayu. We used to play here a lot, didn't we? Yeah. It'll all be gone soon. Your leg. It's not sore, is it? Only a little. I'm okay. Listen, Mio. Never mind. Mayu! Come on! Wait! Mio! Wait for me! Wann hat sie sich verletzt? Die sind auf einmal ein paar Jahre älter jetzt hier und die hat immer noch die Bandage. Ja. Mayu, you know that time... Mayu? Jetzt ist Gary. Und die Wii-Mode. Stop! Mayu! Mayu! Oh. Oh. Okay. Nachts in dem Wald, ganz allein. In ihrem sexy
Outfit Kellnerin oder so. Ja. Okay, ich versuche mal zu rekapitulieren, was ich gerade dort denke, gesehen zu haben. Und das Gruselige war auch, gruseligste noch, nicht nur, dass die Remote gerüttelt hat, sondern dass auch mein Bauch gegrummelt hat während der ganzen Szene dort hier. Miu und Mayu sind Zwillinge. Mhm. Und als sie klein waren, ist Mayu irgendwie im Wald gestolpert und aus dem Leben gestolpert, wahrscheinlich. Aber Miu kann sie noch sehen und dann läuft sie ihr im Wald hinterher, dem Geisterbild ihrer Schwester. Ach, du gehst also davon aus, dass sie tot ist, oder? Ja, würde ich doch schon sagen, oder? Ja. Okay, gucken wir erstmal. Also das wäre jetzt meine ja, Interpretation. Ja, ist eine Möglichkeit, ja. Es ist eine Möglichkeit. Grundsteuerung. Control-Stick zum Laufen, vor- und zurückneigen. Links und rechts zum Wechsel der Richtung. Halte Z gedrückt. Was war denn nochmal Z? Hier vorne. Okay. Umdrehen, schüttel die Wii-Fernbedienung oder das Nunchuck. Oh Gott, nein, warum? Seitlich laufen, den C-Knopf gedrückt. Okay, das ist der hier oben. Wie, man muss einen Knopf drücken? Ja, den gedrückt halten zum seitlich. Oh je, das kriege ich nie auf die Reihe. Mayu. Oh. Ach so, das ist wegen so einem Filter. Ich dachte gerade, was hat die für... Ach so, das ist der Filter, okay. Je nachdem, wie ich die Remote neige, so gucke ich nach oben, so gucke ich nach vorne. Also müsste ich im besten Fall dann auch so irgendwie hier drauf bleiben oder die... Wie so eine Art, wie so ein Tablett. Ah, okay, mit Drehen kann man auch sich hier umschauen. Oh, das wird doch nie was, wenn man nach in so einem Panic-Mode ist und dann... Okay, also ist man doch nur am... Mit, warte mal, wie war das? Schütteln? Zum Umdrehen. Aha. Okay. Oh, oh, oh. Oh, oh. Nochmal schütteln. Okay, und C war zum Strafen, ne? Oh Gott, ja. Nintendo Wii, warum? Aber oh, die sind auf jeden Fall eine ganze Ecke erwachsener als auf der PlayStation. Sind sie? Warte mal, ich drehe sie... Nee, wenn ich sie umdrehe, dann dreht sich die Kamera auch um, ne? Die sehen mir eher aus wie so, was weiß ich, 15, 16 oder... Vielleicht ist es aber auch dann die... Die japanische Vorstellung von 15 und 16. Ja, naja, deren Vorstellung von 25 sieht ja auch aus wie 12. Ja. Des Öfteren. Also gut, wir sind zumindest im Wäldchen hier und gucken nach Mayu in unserem Kellnerinnen-Outfit. Mayu? Mayu? Wo bist du denn? Die Stimmen sind, glaube ich, auch anders. Es war auch schon komplett englisch synchronisiert damals, ne? Mhm, ja. Da auf jeden Fall sollte... Oh, einiges dabei sein, okay. 2 Meter gerade ausgelaufen. Spiel durchgespielt, oder? Ja. Please, forgive me. Oh. Aha. Was ist hier los? Mayu? The Lost Village. Alles sehr kryptisch. Aber ich mag das. Aber meine Theorie ist immer noch, dass Mayu irgendwie tot ist. Ich muss gerade denken, in Japan gibt es ja diesen einen sehr berühmten Wald. Vielleicht reden die gleich davon. A village in this area disappeared on the day of a festival. I heard that people who got lost in the forest were lured there. Maybe... Maybe we found that village. Mhm. Okay, nee, es geht nicht ums verschwundene Dorf zumindest dort, sondern es gibt so einen Wald, wo die Leute hingehen, um Selbstmord zu begehen. Oh. Und du teilweise, dass dann so Jugendliche, die sich nachts versuchen, was zuzutrauen, ja, dann versuchen dort nachts zu übernachten und dort Stimmen hören, aber teilweise dann auch so knochige Leichen dann am Baum hängen sehen. Oh. Also gut, immerhin, was ganz gut ist, dass Mayu und Miu, hieß unser Charakter, ne? Dass die unterschiedlich farbige Spitzenwäsche anhaben. Da wir es erkennen können in ihren Outfits hier. Und natürlich da die Bandage unten
Da, Bandage. Die eine hat eine Leggings an und die andere Strümpfe. Ja, ich kann sie untersuchen. Hallo, Mayo? Nee, ist das Dorf, was ich untersuche. Aber okay, selbst wenn man nicht jetzt tausend Theorien und so weiter spinnt, wir haben dieses komische Dorf gefunden, was anscheinend verschwunden sein sollte. Und wir versuchen dort nach Hilfe zu fragen. Oh, und eine Karte ist ebenfalls erschienen. I could hear someone singing just a minute ago. Now there's no one here. Okay. Ach, das sind die Safe-Plätze, schätze ich mal. Genau. Drücke den A-Knopf, wenn du bei der roten Laterne stehst. Klar doch. Speichern am Kapitelende. Okay. Erstmal wieder zu lernen, was all die Knöpfe bei der Wii waren, was du auch nicht mehr benutzt hast. Die Laterne leuchtet zusammen. Ja, ich möchte bitte einmal speichern. Tja, das wäre es auch gewesen für den ersten Teil, oder? Nein, ein bisschen, nein. Das ist auch die neue YouTube-Richtlinie, ne? Dass du Let's Plays nur in 5-Minuten-Abschnitten dann machst. Aber zumindest will ich den Fortschritt, den wir bis hierhin geschafft haben, nicht wegschmeißen. Ja, sie läuft auch. Naja, laufen ist das auch nicht gerade wirklich, was sie macht, aber sie tappelt. Ja. Ein bisschen. Hihihi. Ich muss mal, ich guck mal. Also okay. Aber das macht es alles auch unheimlicher, als wenn man jetzt so einen spitzen Sportler, der die ganze Zeit noch sprintet. Das finde ich auch. Also ich sage immer, so Horrorspiele funktionieren am besten, wenn dein Hauptcharakter wehrlos erscheint oder wehrlos sein kann. Ne? Bei Rule of Rose hat man ja auch ein Mädel gehabt, was wirklich nichts konnte. Es war bei den Kämpfen sehr scheiße, aber es hat wenigstens die adäquate Panik erzeugt. Es scheint gefährlich, die morsche Brücke im Dunkeln zu überqueren. Es wäre sicherer, einen anderen Weg zu suchen. Graves? Okay, und wollen wir wirklich rüber zu den Gräbern? Sollen wir wahrscheinlich, ne? Ups, nein. Nee. Okay, also da haben wir nichts. Das ist ein beliebtes Ding, dass Spiele auch so in so kleinen Waldwegen anfangen, ne? Das Rule of Rose, das hatte ja auch quasi den Start ähnlich hier. Und auch Silent Hill 2, ne? Ja, stimmt. Das ist ja auch so ein sehr berühmter Anfang, wo man in den Wahnsinn respektive nach Silent Hill abgleitet dann. Okay, ich gucke jetzt fast mehr auf die Karte, muss ich sagen, als auf Mio und Mario. Aber eigentlich muss das der richtige Weg sein, weil da ist ja der Safe-Punkt neben dran. Oh, Glühwürmchen. Nee, falsch, oder? Was ist das? Blaue Lichter weisen auf Gegenstände hin, die du aufheben kannst, okay? Am Boden liegt etwas. Es sieht aus wie eine Handtasche. Nein, es sieht aus wie eine blaue Perle. Zeitungsausschnitte. Eine schwarze Handtasche, die diverse Papiere enthält. Darunter ein Zeitungsartikel aus dem letzten Jahr mit dem Titel Sorge um vermissten Gutachter wächst. Okay. Seit gestern wächst die Besorgnis um einen Gutachter, der anscheinend im Zuge seiner Besichtigung des geplanten Standortes für den Mizukami-Staudamm verschwand. Das wird vermutet. Historische Untersuchung. Vor 5 Tagen gesehen. Suche nach vermissten Gutachter aufgegeben. Oh. Tja, haben sie nicht lange nach ihm gesucht, nee, oder? Vielleicht hat jemand was dagegen, dass er den Staudamm genehmigt oder so. Das passierte des Öfteren mal. Inmitten der Zeitungsausschnitte wurde auch das Foto eines jungen Paares aufbewahrt. Oh, jetzt kann ich ja schon die Geschichte, glaube ich, erzählen, ja? Die junge Frau, die war verlobt mit dem Mizukami. Dann kam er ins Dorf, um den Staudamm zu genehmigen, aber das war den Bewohnern nicht so genehm. Jetzt ist er gestorben. Fotos und Karten konsultieren, Dokumente im Menü. I wonder who it is. And these other things too. I wonder. Gegenstände, Karte, nachsehen, Menü, der Minusknopf. Ey, Minusknopf, also Nintendo Plusknopf. Wird dir die Karte angezeigt, okay. Also, Minusknopf-Menü. Dokumente, Notizen. Punkte, Zeit. Plus. Haben wir die Karte hier. Ja, das sieht eigentlich relativ sinnig aus. Also gut,
Wie war es denn im ersten Teil noch? Sind das die gleichen Mädels, die man im ersten Teil gespielt hat? Oder die eine? Im ersten Teil hatten wir das eine Mädel gesucht, was ihren Bruder gesucht, das gespielt, ne? Was ihren Obwohl Bruder die ähnlich aussehen, aber vielleicht ist es ja eher so ein Designelement. So sehen japanische Kinder und Teenager nun mal aus. Die laufen einfach nur geradeaus von Katzen zu Katzen. Is there anyone there? Will you abandon me once more? Oh. Mio. I'm here. Oh, interessant. So ein paar Sanity-Effekte oder sowas, ne? Wo kam denn die dritte Hand her? So quiet. Alter. Ist das die auf dem Foto? Kann sein, ne? Auf Minus. Und ich glaube, ich muss hier auch... Könnte man die Aktion sich hier auch nochmal angucken? Ich muss den Sound, glaube ich, ein bisschen leiser drehen, aber gut, das hat uns jetzt nicht zu beachten. Okay, wir konnten unter den Dokumenten das Foto anschauen, ne? Sieht ein bisschen so aus. Ja, ne? Oder? Also, es gibt nicht so viele Optionen bisher, wer es wie wo sein könnte. Okay. Na gut, da gehe ich da mal durch. Scheiß Tutorials. Alles nur noch am Anfang. Okay. Gerade, obwohl es natürlich sehr heftige Szenen sind, die wir hier in so einer Art Geister-Flashback gesehen haben, dass die Frau und der Typ, die wir gerade im Flashback gesehen haben, so ziemlich dicke britische Dialekte gehabt haben, hat es ein bisschen lächerlicher gemacht. Okay, also inwiefern man jetzt wohl ableiten kann, die haben wohl psychische Fähigkeiten, oder? Da steht was, ne? Jetzt nicht mehr. Es ist so Slenderman-Style, wenn man sich umdreht, ist es dann weg. Ich würde hier niemals reingehen. Oh, Alter. Oh. Ja. Ist noch ein Safe hier gleich, ne? Ja. Sicher, sicher. Save early, save often. Vor allem, es wird irgendeinen Grund haben, dass man hier speichern kann. Aber okay, die Mädels oder eines der Mädels ist zumindest irgendwie psychisch begabt. Oder wie soll man das dann lesen? Warte mal, ich lausche kurz mal den Sound ein wenig. Wunder Drain. Ich
Ja, die Menü-Sounds sind schon sehr... Standard. Ja. Besser, dass sie nicht irgendwie aus irgendeiner Comedy-Sound-Effects-Library das genau haben. Boing, boing, bing, bing. Ja, oder irgendwelche Laser oder so. Kann ich eigentlich denn mit... Warte mal, ich bin Mio und das ist Mayumi, ne? Mayu, ja. Mayu. Aber so reden mit dir kann ich nicht. Nee, du kannst sie nur schubsen. Aber sie ist zumindest physisch da. Schubs. Ah. Oh, stoß nicht in so mich rein, bitte. Oh. Aber okay. Gut. I feel like someone's watching us. Okay. Die Urne ist es nicht zumindest. Oh, wir werden uns so oft erschrecken, weil sie einfach im Weg steht. Glaube ich. Ja, das wird sich leider nicht vermeiden lassen. Okay, außer dem Safe-Punkt war hier nichts drin, oder? Nö. Bei solchen Sachen muss ich auch immer ein bisschen dran denken. Nicht, dass das exakt das Äquivalent dann gewesen ist, aber ich bin mal als Kind, habe ich mich mal in so ein Gebäude geschlichen. Und dort mal so durch die Räume gelatscht, so ein komplett verlassenes Ding gewesen. Fast in die Hosen gemacht. Ein Glück, dass es damals keine solchen Spiele gegeben hat. Ja. Weil da hat mich wirklich eingenässt. Okay. Also, im Flashback haben wir gesehen, dass die Frau wohl umgebracht wurde von ihrem Freund, von wem auch immer dort. Man hat, glaube ich, noch Hände gesehen. Ja, genau. Sie wurde erwürgt, zumindest. Sie wollte wohl herkommen, weil er verschwunden ist, wegen des Dumps. Aber dann hat er sie umgebracht, weil er wahnsinnig geworden ist. Aber bevor wir dahinterher gehen, ich will das ein bisschen methodischer abgehen, das Haus natürlich, ne? Auch wenn wir jetzt noch nicht oben sein sollten direkt, aber mal kurz gucken. Ich finde es ja angenehm, dass man eine Karte eingeblendet hat. Ja, das gab es vorher nicht, oder kannst du dich nicht erinnern? Ich weiß es nicht mehr. Oh, was ist auf dem Schloss drauf? Ein Mioga-Ingwer-Motiv. Wie soll ich mir das denn merken? Was ist das? Was ist ein Mioga-Ingwer-Motiv? Japaner kennen das bestimmt. Fucking... Mio, wait! Warte, Mio, da ist ein Ingwer-Motiv drauf. Aber ich hab's doch schon. Warte mal, ich bin von da gekommen und gehe jetzt hier runter? Oder ist das da, wo ich schon gewesen bin? Ich verlaufe mich ständig. Nee, das ist neu hier, ne? Ach, jetzt bin ich wieder bei dieser Eingangshalle. Okay, warte mal, die Karte ist plus, ne? Guck mal, da, genau, wir sind dann oben drüber und sind wieder da runtergekommen. Obwohl das Haus noch so simpel ist, verlaufen wir uns eh. Okay, Türen öffnen. Oh, ist das so schlimm, weil man überdenkt, da ist was, da ist was. Ja. Sie ist das, okay. Hier im Bettchen, da im Schrank. Im Kleiderschrank ist nichts, du hast ihn nicht mal aufgemacht. So, ein Futon. Kann ich denn beim Futon irgendwas machen? Da liegt was drunter, oder? Ja. Das ist ja so ausgebeult. Das sehe ich doch. Guck mal, der ist voll ausgebeult, da ist was drunter. Aber sie will nichts machen. Das sieht auch zu klein für Menschen aus, ne? Naja. Wenn man die Körperteile noch dran lässt. Wie bei Audition. Da wäre es nicht zu klein. Alright. Können die beiden Mädels denn so viel Angst haben? Die sind noch zu zweit. Also dann gehen wir nicht die Treppe rauf. Sondern folgen. Da hat man auch den Geist gesehen, oder? Ja, genau. Oh. Immer durch diese... Ey, wer hat denn auch solche Planen als Türen? Ja. Wer macht denn sowas? Oh. Oh, da liegt was Süßes. Noch eine Handtasche? Auf jeden Fall die gleiche Form. Nein. Ah, eine Taschenlampe. Batterie funktioniert. Also jemand muss sie liegen gelassen haben. Okay. This is something at least. Okay. Einführung. So benutzt man eine Taschenlampe. Dunkle Orte zu beleuchten. Neige die Wühlförmige nach oben, um die Taschenlampe zu richten. Neige sie nach unten, um deine Füße anzustrahlen. Versteckte Gegenstände leuchten auf, wenn der Lichtstrahl sie berührt. Ah, und uns wurde gerade eine angezeigt, oder? Ich kann die Taschenlampe auch nicht ausmachen, ne? Oder?
Warte mal, lass uns nur mal kurz zurückgehen. Da wurde doch einer angezeigt. Bei dem Tutorial-Bild. Das war bei Rule of Rose so, dass man Items nicht sehen konnte, erst wenn der Hund, den man dabei hatte, sie erschnüffelt hat. Mhm. Und es hat mehr den Eindruck gemacht, nicht, dass man die Items selbst findet, sondern dass der Hund sie ausspuckt. Der geht zu einer Richtung hin und dann, oh, da habe ich was gefunden. Aber so hier im Tutorial-Bild konnte man hier was sehen. Nee, das war nur das Tutorial-Bild, ne? Wahrscheinlich. Es hat dort nichts angezeigt. Okay, ich würde sagen, für diesen Teil gehen wir nochmal durch die eine Tür da hinten. Vielleicht erwartet uns der große Climax hier in dem Haus. Und die Musik fängt auch mal an zu spielen und dann hört sie wieder auf, ja, ne? Ja, und man denkt immer, kommt doch jetzt was, kommt doch jetzt was. Dieses Ding darf man wahrscheinlich nicht so mit Dolby Super Duper Anlage spielen, dass man von hinten an die Geräusche hört. Okay, du darfst auf A drücken, damit wir da durchgehen. Ist deine Schuld, wenn was passiert. Nein! Wie lange sie auch braucht. Cold in here. Was ist das? Was ist das? It's a bit cold. Ah. Dinge zum Untersuchen. Symbol für Berühren. A-Knopf gedrückt, um die Hand auszustrecken. Man muss die Sachen jetzt auch noch nehmen. Aha. Und man kann sogar die Hand wegziehen wieder, ne? So. So. Oh, nee, ich trau ich nicht. Nee, trau mich nicht. Ja. Oder man kann ein bisschen DJ spielen, oder? Mhm. Ein Damen-Notizbuch. Nur für Damen. 3. Ja. Damen-Notizbuch 3. In der Asche liegt ein Abschnitt auf einem Notizbuch. Masumi, ich bin es, Miyako. Ich bin gekommen, um nach dir zu suchen. Lass uns zusammen nach Hause gehen. Gemeinsam finden wir einen Weg fort von hier. Falls du diese Notiz findest, ruf bitte nach mir. Ich bin irgendwo in der Nähe, ganz bestimmt okay. Miyako müssen wir also rufen. Ja. Masumi, Miyako, Miyu, Mayu, ach meine Güte. I know it. Japan. Hm. Okay. Da geht's raus. Ist ja raus, ne? Wie war das? Umdrehen war schütteln, ne? Oh, was ist das? Ein Objekt in der Größe eines Menschen mit Stoff bedeckt. Das könnte es wohl sein. Unten noch schön fleckig, ja genau, fassen wir am besten an. Der Spiegel war durch eine Stoffdecke geschützt und wirft ein makelloses Spiegelbild zurück. Makellos? Naja, niedrig aufgelöst, wenn man sich's genau dann anguckt. Im Nintendo Wii-Style. Ich glaube, dieser Spiegel wird noch wichtige... Aber solche Geschichten gab es, glaube ich, gar nicht in der PlayStation-Version. Es kann sein, dass vielleicht ein neues Intro-Kapitel oder sowas mit dabei ist, ne? Um die Einführung hier zu haben. Es ist ja nicht umsonst dann auch eine aufgewertete Version. Und auch nach diesen Dingen greifen und wieder zurückziehen, ja. Das konnte man auch nicht. Das sind neue Items. Nee, hier gab es irgendwie nichts, ne? Es gab den Spiegel. Oh, ich finde es immer schlimm, wenn man irgendwo hingeht und da überhaupt nichts ist. Das heißt eigentlich nur, dass auf dem Rückweg dass passiert da irgendwas. Passiert, ja. Deshalb, haha, wir haben nichts gesehen, wir sind frei raus. Immerhin eine Sache, die ich hier schon positiv anerkennen kann. Türen gehen auf und zu auch nur in eine Richtung. Nicht wie bei anderen Spielen, dass die immer nur, dass du die aufdrücken kannst in beide Richtungen. Oho. Okay. Warum? Folge. Wo ist sie denn hier gegangen? Hier, ne? Nicht da rein? Ach, hier ist ja gar keine Tür. Na doch, da war vorhin ein Gang. Die war aber nicht im Gang, ne? Die war ist sie nicht da? Hier in der Wand. Guck mal, da sind Krümel. Ja. Im Boden. Die waren vorher schon da. Oh Gott, oh Gott. Alter, ey. Nerv nicht. Ich glaube, sie... Achso, oh, da stand gerade öffnen. Ich weiß, sie ist ja oben an der Karte, wo es blau ist, aber ja. Ich glaube nicht, dass sie hier drin war, oder? Die Gestalt bewegt sich doch. Ich habe komplett Unrecht. Obwohl, ob sie wohl hinter dieser Tür wartet, das werden wir auch rausfinden, aber nicht mehr in diesem Teil. Cliffhanger, ja, so macht man das hier bei YouTube. Man muss auch gespannt sein, was es da ist. Ja, wir haben noch ein bisschen langsam angefangen. Wir müssen ja erstmal natürlich reinkommen und uns ans Spiel gewöhnen und so weiter. Komisch. Und ja, die Steuerung ist auf jeden Fall. Ich habe mehr Schmerzen jetzt durch das Halten der Wiimote, als ich das letzte Mal vom Besuch im Fitnessstudio dann hatte.
Aber auf jeden Fall sind wir jetzt bereit. Jetzt könnt ihr erstmal ein bisschen durchatmen und wir sehen uns dann beim nächsten Teil wieder. Ich glaub, von. Wir müssen durchatmen. Wir atmen sowieso durch. Wie heißt das Ding nochmal? Project Zero 2. Ja. Bis Densen.